Unter den Belohnungsfahrzeugen für den Battle Pass sind Verstärkungen eingetroffen. Die Veteranen müssen zusammenrücken. Wir präsentieren den schweren Panzer BZ-58-2 und den Jagdpanzer Kampfpanzer 3 Projekt 07 HK. Zwei neue Fahrzeuge, die ihr mit Marken für den Battle Pass erhalten könnt. Zuerst ein Panzer, der gerne an der Front steht. Der chinesische schwere Panzer der Stufe 9, BZ-58-2. Er ist ein bequemer schwerer Panzer, der gar nicht der Beste sein will. Das wird deutlich, sobald er sich bewegt. Der BZ besitzt eine typische Höchstgeschwindigkeit für schwere Panzer, 35 Stundenkilometer. Er erreicht diese schnell und kann mit seinen schweren Genossen Schritt halten. Gleichzeitig ist der Panzer recht massiv und selbst für schwere Fahrzeuge gut gepanzert. Die obere Frontplatte besteht aus 70 mm Panzerung in hervorragendem Winkel. Das gleiche gilt für die Seiten. Das klingt vielleicht nicht besonders stark, aber die Panzerung enttäuscht auf dem Schlachtfeld nicht. Mit seinem Turm kann der BZ über die meisten Gegner nur lachen. Er ist groß, gusseisern und praktisch geformt. In Zahlen gesprochen erreichen wir 380 mm effektive Panzerung an einigen Stellen. Aber wie alle klassischen schweren Panzer hat der BZ einige Schwachpunkte. Die untere Frontplatte und die beiden Kuppeln. Erstere ist zwar groß, aber nicht schwer zu verbergen. Dafür braucht ihr nur eine Anhöhe oder ihr nutzt Sidescraping. Hinsichtlich der Kuppeln müsst ihr intelligent spielen. Die leichteste Option ist es, die Wanne rhythmisch zu bewegen, damit der Gegner sie nicht leicht anzielen kann. Oder ihr findet passendes Gelände. Der BZ hat eine ziemlich gute Geschützneigung. Minus 8 Grad. Wenn er unebenes Gelände erreicht, bemerkt der Gegner möglicherweise nicht einmal die Schwachstellen des Turms. In Situationen, wenn die Kuppeln sichtbar sind, muss der Gegner gut zielen. Das hilft dem BZ. Während der Gegner zielt, schlägt der BZ zu. Und er trifft stark und konstant. Das 130 mm Geschütz zieht dem Gegner 520 Strukturpunkte ab. Das ist besonders gefährlich, wenn der Panzer sämtliche Ausstattung besitzt. In Situationen, wo alles für den Schusswechsel spricht, kann der BZ ihn gut eingehen. Nicht nur wegen seines Alpha-Schadens, sondern auch durch seine Strukturpunkte. Er hat davon mehr als die meisten schweren Panzer seiner Stufe. Im Schusswechsel ist die Durchschlagskraft entscheidend. Einfach nur auf den Gegner feuern reicht nicht, wenn die Granaten nicht durchschlagen. Ihr müsst auch immer zielen. Hier hilft die hohe Genauigkeit des BZ. Selbst ohne Besatzung und Verbrauchsmaterial sind seine Werte gut. Wenn ihr den Panzer komplett ausstattet, wird er noch besser. Ihr solltet diesen Panzer so ausrüsten, dass seine Vorteile hervorgehoben werden. Als Beispiel verbesserte Härtung im passenden Platz, um an der Front zu überleben. Turbolader, um Positionen zu erreichen und nach dem Schuss zurückzurollen. Ansetzer im letzten Platz, um schneller Schaden zu verursachen. In der zweiten Konfiguration könnt ihr den Turbolader gegen den vertikalen Stabilisator austauschen, um komfortabel auf Distanz zu feuern. Das Verbrauchsmaterial ist etwas komplizierter. Ersatzteilkiste und Erste-Hilfe-Kasten sind unabdingbar. In den dritten Platz gehört ein Feuerlöscher. Der BZ kann bei einem einzelnen Treffer der unteren Frontplatte in Brand geraten. Aber wenn ihr dennoch verbesserte Rationen nutzen wollt, ersetzt die Härtung mit der veränderten Konfiguration oder nehmt Brandschutz über eine Fertigkeit oder Direktive. Der BZ-58-2 ist ein Panzer für vorne in der Mitte. Sein Platz ist immer an der Front, mitten im Gefecht. Durch die vielen Möglichkeiten im Positionsgefecht seid ihr im Zufallsgefecht immer auf alles vorbereitet. Das ist der Vorteil des BZ. Er ist einfach und effizient. Was könnte noch besser sein? Vielleicht interessiert euch unser einzigartiger neuer Jagdpanzer. Der KPZ 3 Projekt 07 HK ist ein deutscher Jagdpanzer der Stufe 9. Sein Aussehen erinnert an die schwedischen Jagdpanzer. Aber da endet die Ähnlichkeit. Vielleicht zählen auch die zwei Modi dieses deutschen Jagdpanzers dazu, aber sie funktionieren eher wie die des Kunze-Panzers. Und das bedeutet, seine interessantesten Eigenarten liegen unter seiner Motorhaube.
Der erste Modus ist der Reisemodus. In diesem Modus hat der Kampfpanzer nahezu keine Geschützneigung, durchschnittliche Genauigkeit und langsame Zielerfassung. Als Vorteil hat er dafür hervorragende Beweglichkeit und den höchsten Schaden pro Minute aller Jagdpanzer der Stufe 9, mit Ausnahme der britischen Torties. Auf den ersten Blick scheint er in diesem Modus nur fahren und den Gegner mit seinem Äußeren verwirren zu können. Dabei hat der Kampfpanzer viele Argumente. Seine Beweglichkeit in diesem Modus ist ein großer Vorteil. Damit kann er Schlüsselpositionen einnehmen, Flanken wechseln und schnell in Position sein, um vorrückende Gegner zu beschießen. Aber der größte Vorteil des Fahrzeugs im Reisemodus ist die Fähigkeit, zurückzuschlagen. Im Nahkampf könnt ihr gut reagieren. Ihr wartet, bis der Gegner auf eure stabileren Verbündeten feuert. Dann rollt ihr hervor und gebt einige Schüsse ab. Um sicherzustellen, dass euer Visier in Position bleibt, nutzt ihr das automatische Zielen. Wenn heimtückische Gegner unter euch sind und eure Geschützneigung nicht ausreicht, wackelt beim Feuern mit der Wanne. Feuern auf Distanz ist im Reisemodus auch möglich. Die Genauigkeit ist nicht besonders gut, kann aber über Dualmodifikationen eingestellt werden. Damit wirkt der Kampfpanzer nicht mehr so harmlos. Aber es fehlt noch etwas. Und das findet ihr im Feuermodus. Um den Modus zu wechseln, drückt ihr X. Jetzt zeigt das Fahrzeug eine komplett andere Seite. Seine Beweglichkeit und der Schaden pro Minute sinken. Dafür zielt ihr jetzt genau, habt hervorragende Zielerfassung und vor allem eine Geschützneigung von minus 12 Grad. Damit kann der Kampfpanzer in Positionen spielen, die ihm zuvor Schwierigkeiten bereitet haben. Ihr könnt jetzt auch die Panzerung einsetzen. Die hervorragend geschrägte obere Frontplatte erlaubt es dem Kampfpanzer, AP- und APCR-Granaten von Geschützen mit bis zu 130 mm abzulenken. Also von fast allen schweren und mittleren Panzern der Stufe 9. Ihr müsst nur eure untere Frontplatte verstecken und nach dem Schuss zurückrollen, damit der Gegner nicht auf die Kommandantenkuppel zielen kann. Ja, die Beweglichkeit ist im Feuermodus deutlich schlechter als im Reisemodus, aber genug für kleine Manöver. Und im Feuermodus könnt ihr euch angenehm in Büschen verstecken. Vor allem, weil die Genauigkeit und Tarnung diese Spielweise fördern. Dazu erlauben es die Eigenarten des Fahrzeugs, die ungewöhnlichsten und sichersten Positionen zu besetzen. Andere Jagdpanzer kämpfen um einen Platz bei einem Felsen, aber der Kampfpanzer passt überall hin. Die beiden Modi geben euch nicht nur eine Auswahl, sie erlauben euch auch, auf Gefechtssituationen zu reagieren. Traut euch zu experimentieren und wechselt die Modi, wenn ihr mehr Schaden pro Minute braucht als Genauigkeit oder umgekehrt. Denkt nur daran, der Wechsel des Modus dauert 3 Sekunden. In dieser Zeit seid ihr nahezu hilflos. Sucht also den richtigen Moment für einen sicheren Wechsel. Wenn ihr etwa im Feuermodus entdeckt werdet, solltet ihr euch in diesem Modus zurückziehen. Was in beiden Modi gleich bleibt, sind der mittlere Schaden und die Durchschlagskraft. Seine APCR- und Heat-Granaten fliegen schnell und durchschlagen alles auf dieser Stufe. Aber die HE-Granaten sind wirklich beeindruckend. 460 Schadenspunkte und 120 mm Durchschlagskraft. Auch ihre Geschwindigkeit ist ordentlich. Wenn ihr also einen papierdünnen, schweren Panzer trefft, gebt ihm etwas zu denken. Je nach eurer Taktik für verschiedene Karten müsst ihr euer Zubehör bedenken. Der erste Platz ist für den Ansetzer reserviert, der ist notwendig. Danach kommt es auf die Situation an. Wenn ihr Verbündete aus der Entfernung unterstützen wollt, wählt verbesserte Zielführung und Lüftung. Wenn ihr aufklären wollt, ersetzt die Lüftung durch die entspiegelte Optik. Wenn die Karte eine aggressivere Spielweise anbietet, wären Ansetzer, Lüftung und Turbolader ideal, um die Beweglichkeit im Reise- und im Feuermodus zu verbessern. Am besten stellt ihr 2 Sätze Zubehör zusammen und wählt vor dem Gefecht die beste Option durch Feldaufrüstung aus. Der Kampfpanzer ist kein klassischer Unterstützer. Seine Effizienz im Gefecht hängt komplett von den Aktionen des Teams ab. Ihr könnt aber selbst einen Spielstil wählen, da er sich an jede Situation anpassen kann. Natürlich könnt ihr auch das ganze Gefecht im selben Modus spielen. Aber versucht ruhig, gelegentlich zu wechseln.
Eure Ergebnisse werden wirklich beeindruckend sein und die Gefechte werden interessanter und unvergesslicher. Der BZ-58-2 ist ein klassischer schwerer Panzer. Der Kampfpanzer ist ein Fahrzeug mit Eigenarten. Jetzt habt ihr die Wahl. Ihr könnt mit ihnen spielen oder gegen sie. Auf zu den Marken, Kommandanten!